Herzlich willkommen auf dem Kanal der Sonderlinge. Heute was ganz Besonderes, denn wir gehen nachts sondeln. Mit am Start ist der Dr. Plötze und der Sondelexplorer. So sieht's mal aus. Die Sonne ist gerade am Untergehen. Dank geht raus, wie immer, an Stefan von Crazy Detectors. Dankeschön. Der erste Ansprechpartner, wenn es um kompetente Beratung geht, alles rund um Schatzsuche. Viel Spaß beim Gucken. Die Sonne geht unter. Oh, Entschuldigung. Die Sonne geht unter. Ach, wie schön das ist. So, wir haben gestartet. Da sind die Chaoten hier. Da neben mir, vor mir und links neben mir. Und ich habe eine Blombe. Mein erster Fund ist eine Blombe. Da ist auch irgendwas Lustiges drauf. Aber ich weiß nicht was. Ach, so ein schönes Panorama. Das könnte man echt auch mal öfter machen. Sieht schon cool aus. Also Kinder, das hier ist der Rest von einer sogenannten Stabbrandbombe. Vermutlich englisches Modell. Zumindest der Kopf davon. Ja, so daran ist sie so runtergeflogen. Das ist nur das Gewicht. Also davon geht jetzt keine Gefahr mehr aus. Aber ja, möchte man eigentlich trotzdem nicht finden. Hier haben wir mal ein sehr schönes Signal. Also ich laufe heute mit Kopfhörern, ja. 89. Klingt gut. Gehen wir mal ran an das Ganze. Ja, ist auch schon draußen wohl. Oder? Ja. Irgendwo da. Ich mache euch mal ein bisschen mehr Licht. Zack. Wo denn nun? Wo genau? Da. Sieht aus wie ein Knopf. Jo, meine erste Münze für heute Nacht. Und zwar ein paar Reispfennige. Oder ein Reispfennig, so. Von 1905. Also gar nicht mal so schlecht. Schöne Patina, schön grün. Sehr geil. Da ist der Plötze. Plötze! Hast du schon mal Geiles? Ja, der Plötze hat irgendwas Geiles gefunden. Boah, ja, nicht Strobo. Wie? Findest du nicht gut das Licht? Nee. Er stresst doch nicht mein Eck. Ja, warte, so. Warte mal, ich glaube, ich muss. Hier, greif rein. Warte. Hab ich's? Ich hab's. Oh! Sieht russisch aus. Ja. Also würde ich jetzt auch behaupten, ja. Hm? Tatsächlich. Nicht schlecht, Digga, aber da war noch was dran, ne? Kann das sein? Mhm. Ja, das ist nicht schlecht, ja. Also DDR glaube ich nicht, oder? Tja, das keine wäre Ahnung. Jetzt rauszufinden, ne? Das wäre jetzt rauszufinden, ja. Mhm. Geht näher ran hier. Könnt ihr jetzt sehen, könnt ihr jetzt erkennen. Ja, mal schauen, ob wir da was rausbekommen zu, wa? Aber es sieht auf jeden Fall erstmal irgendwie russisch aus. Würde ich auch sagen. Ja, Glückwunsch, das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, was ist das? Patronenhülse, okay. Schrotpatrone. Oh, sobald man das Licht anmacht, sind sofort Viecher da und schwören um einen rum. Das ist ja Wahnsinn, ey. Übrigens habe ich hier von dem Feld auch mal einen sehr, sehr schönen Fund gemacht. Ich kann ja mal das Video einblenden, wer Interesse daran hat, dies zu sehen. Das hier war aber jetzt leider gerade nur Müll. Oh, 48 einen Taler. Schön, ne? Gut. Richtig geil erhalten. Glückwunsch, Digga. Eine alte Schnalle. Ich kann euch übrigens auch heute nicht so viel sagen über Leitwerte, weil ich gehe jetzt einfach nur nach Gehör, ne? Riesenteil. Also das ist irgendwie vom Trecker, Werkzeug, Flug, irgendwie so weit, ne? Danke. Wir können gerne, wenn du möchtest, können wir wirklich Kuschelpartner sein. Wir haben einen Rucksack. Ich leider nicht, aber der Plötze hat einen Rucksack. Und der Plötze ist so geil, dass er jetzt echt dieses Riesenscheißding einpackt, damit es vom Feld runterkommt hier. Der Bauer möchte ja auch ein bisschen, ne, da ist ja wie so eine Art Dankeschön, dass wir hier rufen können. Ja, ist ja richtig. Sagen wir jetzt danke, lieber Bauer. Danke, lieber Bauer, wir nehmen den Scheiß mit. Von irgendwelchen Spatzen, ups, sagt man nicht, von irgendwelchen, bitte rausschneiden, ja. Ja.
von irgendwelchen bösen Leuten. Ja, das war doch hier, aber das ist vom Werkzeug vom Bauern, Digga. Ach so, ist so, ja, ja. Vom Bauern. Ja, ja. Okay, ja, stimmt. Von irgendwelchen bösen Bauern, denen nicht abgebrochen ist. Leider nur eine Patronenhülse. Schade, ich hatte jetzt mal echt gehofft. Ich bin jetzt ewig gelaufen und kam nichts Gutes. Jetzt hatte ich mal gehofft bei dem Signal, dass wieder was Gutes kommt. Aber nein, sollte nicht sein. Oh, endlich haben wir wieder was Schönes gefunden. Das war 50 Pfennig. Ist zwar der Krawalladler drauf, aber sehr gut erhalten. 50 Pfennig aus dem Dritten Reich von, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ganz gut erhalten. 1944, 50 Pfennig, Drittes Reich. Alter, so eine große Musketenkugel hatte ich aber echt auch noch nicht, ne? Irgendwie hat sie irgendwas auch erwischt. Aber das sieht mir nach einer Musketenkugel aus. Das ist schon heftig. Eine Kanonenkugel, das wäre mal geil. Pfennig Scheidemünz 1804. Krasse Shit, 1804. Kupfer, ne? Richtig geil, ne? Aber richtig hübsch. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Hast du viele Fliegen um dich rum? Ich weiß, weil ich stinke. Oder das Licht, ich weiß es nicht. Leute, was ist das denn Geiles? Ein Beschlag. Alter. Wahrscheinlich, hier ist auf der Seite ist komplett glatt. Hier Musterchen. Ich dachte erst, ich habe einen Ninja-Stern, hier einen Wurfstern rausgeholt. Ja, das muss irgendwie ein Beschlag sein, vergoldet. War es zumindest mal. Bronze nehme ich an. Ja, cool, ey. Das war irgendwo draufgesteckt hier, oder? Ist ja auch noch ein Loch in der Mitte. Krass, Mann. Das ist ja heftig, ey. Also, wenn einer eine Ahnung hat, bitte in die Kommentare schreiben. Was hast du denn da jetzt, Dolle? Bisschen von allem, irgendwie so eine bunte Mischung. Eine bunte Mischung, wollte ich gerade sagen. Eine bunte Mischung. Mischungsbunte. Vielleicht vom Kerzenständer oder sowas. Auch, kann auch sein, ja, auch möglich. Guck mal hier. Das ist eine Mumpel, ey. Hat irgendwas erwischt, aber das ist echt nett. So eine fette Mumpel habe ich noch nicht gefunden, ey. Cool, ja. Ganz witzig. Das ist sowas Ähnliches. Ein Kronkorken, ist doch nicht so ähnlich. Nein, hier. Ich hab jetzt noch eine Spermienbüchse raus. Hier. Auf jeden Fall. Oh, geil. Oh, die ist voll. Oh, ja, mit Gussreste. Aber das müsste die gleiche Größe sein. Auch so ein fettes Ding. Deinem, oder? Das kann sein. Guck mal. Die sind zusammen. Ja. Ja, doch, meine ist halt nur ein bisschen verformter. Oder verformter, ja. Ja. Könnte aber gleiche Kaliber sein, ja. Ja. Geil, das Glückwunsch. Besser als meine. Ja. Genau. Ja. Bestimmt hier Wildschweinjagd oder sowas. Diese ganze Nachtsondelaktion kann ich nur jedem von euch ans Herz legen. Es macht mich verdammt viel Spaß. Es war super schön, den Sonnenuntergang zu beobachten, dann im Dunkeln so rumzutänzeln dort auf dem Feld und seine Ruhe zu haben, ist echt cool. Wenn es nicht jedermanns Sache ist, da alleine rumzutanzen und ja die Geräusche mal wahrzunehmen und man weiß nicht, was es ist, dann nehmt euch ein paar Freunde mit, dann macht es mich auch noch mehr Spaß. Ansonsten, was ein bisschen doof war, war mit meinem Licht. Immer wenn ich es angemacht habe, sind so viele Viecher in mein Gesicht reingeflogen. Das war echt nervig und anstrengend. Ich wollte das Licht sofort wieder eigentlich ausschalten. Aber liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass es im Sommer jetzt gewesen ist. Ansonsten empfehle ich euch da eventuell die Lampe von Crazy Detectors im Shop, weil die hat nämlich auch eine Rotlichtfunktion. Und auf das Rotlicht gehen diese Viecher nicht so ab und da habt ihr es ein bisschen entspannter im Dunkeln. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch ganz gut was gefunden. Hat Spaß gemacht, war zwar nur eine kleine Runde, aber immerhin in der kleinen Runde auch einiges gefunden, wo ich sage, ey, es war nicht nur alles Schrott. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Runde mit den Jungs und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich kann euch sagen, im nächsten Video gibt es wieder sehr, 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 sehr schöne Funde. Und lasst mal ein Abo da, kostet nichts, unterstützt mal ein bisschen. Ansonsten kommen jetzt noch mal ein paar Outtakes. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Sonderlinge. Heute mal was ganz Besonderes, denn ich gehe nachtsondeln mit am
Start. Oh, danke, das ist total lieb von dir. Jetzt fange ich doch nochmal von vorne an. So, können wir? Können wir. Können wir. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Das zum Beispiel könnte auch eins werden, weil mein Licht ausgegangen ist. Hallo. Verzeihung.